Der Umgang mit schwierigen Menschen ist schwierig. Aber wir gehen genau heute in diesem Video darauf ein, wie du besser mit schwierigen Menschen umgehen kannst. Stell dir mal folgende Situation vor. Das Telefon klingelt und du siehst eine Nummer, wo du sagst, oh nein, bitte nicht die Person. Egal, männlich, weiblich, ja? Nicht die Person. Und du weißt, das Gespräch wird richtig bleh. Und ja, habe ich gerade gemacht. Bleh. Es gibt Menschen auf dieser Welt, die willst du einfach nicht. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie kannst du mit diesen Menschen umgehen? Mein Name ist Martin Rettmer. Wie immer geht es hier um Rhetorik, Kommunikation und wie wir besser miteinander reden. Und auch mir geht es so, dass ich Menschen habe, mit denen es mir schwerfällt, mit denen zu reden. Ich behaupte, es gibt in meinem Leben 2, 3 Personen, mit denen ich absolut nicht reden möchte, wo ich auch jeglichen Kontakt vermeide. 2 Personen davon sind auch nicht mehr in meinem Leben, die sind in einer anderen Wohngegend, sodass ich mich um die nicht kümmern muss. Aber eine Person habe ich noch und mit der muss ich so 1, 2 Mal im Jahr reden. Und das ist echt unangenehm. Und dann siehst du im Telefon die Nummer und sagst, nein, bitte nicht. Und dann geht es darum, wie reagierst du? Und damit wir das gerade mal klären, schwierige Menschen können sein, einmal Menschen, die einfach nicht reden, ja, die du redest, du fragst und machst und es kommt nichts. Es kommt einfach nichts. Und dann gibt es Menschen, mit denen redest du und die gucken dich nicht an. Die gucken überall rum, hören dir zu, sagen, ja, alles klar, nee, interessant, was sie da machen. Nee, wirklich schön, ja, habe ich auch schon von gehört. Das ist komisch, oder? So, und dann gibt es diese Menschen, die sind beleidigend, aufbrausend, die beleidigen dich als Person, sind nicht im Thema. Du weißt ganz genau, die fordern immer nur und geben nichts. Das sind Personen, mit denen, auf die hast du keinen Bock. Und das ist egal, ob das ein Psychopath ist, ob das ein Narzisst ist, was auch immer. Auf solche Menschen musst du dich einstellen. Und ich gebe dir heute 3 Tipps, wie du diese Menschen einfach, ja, wie du denen Paroli bieten kannst. Und jetzt haben wir mit der Einleitung schon etwas länger gebraucht, aber es ist so ungemein wichtig, dass du das machst. Pass auf. Erstens ist, setze diesen Menschen Grenzen. Oh, da wird es aber knallen. Wenn du diesen Menschen Grenzen setzt, dann geht es richtig ab. Und das passiert folgendermaßen. Du sagst, lieber Herr, ich bleibe beim Herr, lieber Herr XY, an der Stelle muss ich sagen, stopp. Hier geht es so nicht weiter. Nonverbal und verbal. An der Stelle stopp. So werde ich mich mit Ihnen nicht unterhalten. Lassen Sie uns bei der Sache bleiben. Ich lasse mich von Ihnen nicht persönlich angreifen. Ansonsten ist das Gespräch an dieser Stelle beendet. Und Achtung, jetzt musst du überlegen, wie weit bist du von der Person abhängig? Übrigens, wenn du beim Psychopathen abhängig bist, lauf, such das Weite. Du kannst hier nur verlieren. Aber bitte, wenn du merkst, die Person schadet dir, musst du Grenzen setzen. Es kann sein, dass die Person plötzlich dir gegenüber Respekt zeigt, so nach dem Motto, was ist denn hier los? Da ist ja mal eine, die gegenhält. Und dann wirst du Respekt ernten und es kann sein, dass die Person sich einfach anders gibt. Also, an der Stelle stopp, so reden wir nicht miteinander. Jetzt reicht's. Hier möchte ich, dass wir auf die sachliche Ebene zurückkommen und nicht persönlich angegriffen werden. Fertig. Und dann kannst du in der Sache weitermachen. Und dann hast du vielleicht eins gemerkt, acht auf deine Stimme. Wenn du jetzt in deinem Stimmmuster immer so hochgehst, dann wird das ganz komisch. Dann sind das mich Fragen und dann haben wir ganz eigenartige Dinge und da passiert was mit deiner Stimme. Und übrigens, ich verlinke dir nochmal in der Infobox hier das Thema, wie rede ich mit meinem Boss, das ist ähnlich. Verlinke ich dir, hier oben ist es links, hier oben ist es, ne? Genau. Wie rede ich mit meinem Boss? Geiles Video, guckst dir unbedingt an. So, also, wichtig ist, wie rede ich mit meinem Boss? Und das schaust du dir an, aber hier jetzt erstmal, nonverbal hast du geblockt und jetzt auch Stimme. An der Stelle sage ich, stopp. Ja, Stimme runter. An der Stelle sage ich, stopp. So reden wir nicht miteinander. An der Stelle sage ich, stopp. So reden wir nicht miteinander. Das sind Fragen. Du musst mit der Stimme runtergehen, das sogenannte kompetente Stimmmuster. Wenn du sagst, hey, habe ich Probleme mit, brauche ich ein Coaching für, guck mal bitte rein, Infobox, da bekommst du das Thema 6 Wochen Redner-Coaching. Dann gehen wir genau darauf ein, was kannst du für deine Kommunikation tun. Ist mir wichtig, dass du da besser wirst, deswegen helfe ich dir da sehr, sehr gerne. Aber zurück, haben wir einen Tipp oder zwei? 2 haben wir schon, ne? Einmal klare Grenzen aufzeigen und dann mit der Stimme arbeiten. Ich gucke auf meinen Zettel, damit ich wirklich alles habe. Und dann machen wir noch eins. Nutz bestimmte Worte.
Wenn da kommt zum Beispiel, ja, wissen Sie, ich bin ja hier einer der Experten und so weiter und so fort, wenn du merkst, boah, ist das unangenehm, dann schlag die Person damit, indem du sagst, okay, ja, wunderbar, wenn Sie hier der Experte sind, bitte ich Sie doch um Folgendes und so weiter und dann bohre mal nach. Wenn du auch nur ein bisschen Wissen hast, wirst du merken, wie ist das? Passt das wirklich mit dem Wissen oder ist das nur dargestelltes Wissen? Ja, dafür brauchst du ein gewisses Grundwissen, aber dann ruhig mal bohren, um zu gucken, wie weit geht's denn da? Und wir haben gesagt, drei Tipps, du kriegst noch einen vierten. Schlag die Person mit den eigenen Waffen. Unglaublich, wie gut das geht. Wenn eine Person was sagt, Frage stellen. Und wenn eine Frage kommt, Gegenfrage stellen. Frage super viel. Lass die Person viel reden. Und ich sag dir eins: Wenn die Person eigenartig ist, wird sie dir ins offene Messer laufen. So, jetzt kann natürlich sein, wissen Sie was, Ihre Fragen beantworte ich hier nicht. Okay? Wie wollen wir das Gespräch denn dann fortsetzen? Ja, ich werde Ihnen sagen, wie wir das machen. Okay? Ja? Wenn die Person kommunikativ gut geschult ist, musst du wirklich ein bisschen mehr machen. Da brauchen wir ein bisschen Coaching. Guckst du dir, suchst dir irgendeinen guten Kommunikationstrainer, muss nicht ich sein. Wichtig ist, dass wir besser miteinander reden. Aber du wirst merken, wow, hier geht ja richtig viel. Nur du musst selber Gas geben. So, und Gas geben heißt auch, hier den Kanal abonnieren. Irgendwo hier ist der Abo-Knopf, dass du einfach mal drückst, damit du immer auf dem aktuellen Stand bist und einfach sagst, ja, cool, habe ich wieder richtig gut was mitgenommen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann, bleib gesund.